Platzverweis auch noch nachspielen lässt, ein bisschen länger. Und hoch und weit und wieder Sekunden und Sekunden. Das sind die Marokkaner. Gibt es noch einen letzten Ball? Die angezeigte Nachspielzeit ist jetzt vorbei. Und das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Es ist unfassbar! Heute Abend wurde Fußballgeschichte geschrieben. Das erste Team aus Afrika in einem WM-Halbfinale. Wahnsinn! Wir haben Tränen gesehen, eben von einem Mann, der auch vorbeiging unten an der Bank. Der heißt Cristiano Ronaldo. Wahrscheinlich sein letztes Länderspiel auch gewesen. Sein 196. Und das ist Marokko. Ronaldo. Ein Champion. So ein Ende hat man ihm nicht gewünscht. Schluss im Verein bei Manchester United. Ersatzspieler in seiner Nationalmannschaft, in seinem Portugal. Ein trauriges Ende eines großen Champions. So viel Zeit muss sein. Aber wir nehmen uns auch die Zeit, diese unglaubliche Mannschaft mit diesem Spirit, dieser Mentalität, diesem Herzen abzufeiern. Marokko. Sie fühlen sich als Vertreter des gesamten arabischen Raums und nicht erst seit Katar chancenlos ausgeschieden ist. Eine Mannschaft, für die sich nicht mal die eigene Bevölkerung interessiert hat. Tunesien wurde ebenfalls leidenschaftlich gefeiert. Marokko hat sich oft um eine WM-Endrunde beworben. Jetzt haben sie ein bisschen Heimatmosphäre. Jetzt haben sie auch ihren kleinen Triumph. Mindestens WM-Vierter. Das ist das schlechteste Ergebnis, was sie erreichen können. Der Gegner, bekannt wäre es. Vielleicht Frankreich. Vielleicht England. Heute Abend wissen wir es.